Ihr wollt wissen, wo diese Leitung jetzt wegkommt? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, das ist wieder weg. Ich habe hier, wie versprochen, den Anschluss gemacht. Auf beiden Seiten. Sieht dann halt jetzt so aus. Ne? Da geht's darüber, da rein. Alles super. Das hatten wir ja auf der anderen Seite schon fertig. Und dann habe ich ein wenig mit dem Dach rumgespielt. Und an der Seite, ne, soll ein schönes, luftiges Design sein. Und eigentlich finde ich, wenn man sich das so anguckt, sieht doch ganz nett aus, oder? Gleichzeitig habe ich schon hier die Leitung so weit gelegt, dass sie dort ankommt. Denn für heute haben wir vor, da drüben irgendwo, Moment, da kommen unsere Rohre an. Jetzt ist die Frage, wo packe ich das am besten hin? Da ist Giftgas, ja, dann lassen wir es auch direkt da vorne. Ja, guck mal. Ich habe Freunde gefunden. Oh, keine Freunde. Komm, hallo, tschüss. Okay, vielleicht hauen sie auch alle zu weit ab. Ich kriege euch alle. Ich bin nicht sonderlich gut im Schießen, wie ich merke. So. So, den ersten haben wir. Meine Güte. Den zweiten haben wir. Den dritten haben wir. Okay. Wir bauen uns jetzt hier oben unsere Raffinerie hin. Wie bauen wir sie am besten? Das weiß ich noch nicht. Du bist immer noch mit Fallen beschäftigt? Auch okay. Kann man so machen. So. Weil wir müssen da ja noch 16 Stück draufkriegen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das genau machen soll. Ich brauche halt 10 für unser Heavy Oil Residue. So. Packe ich die hier über den See oder? Packe ich die eher da drüber? Ich bräuchte auch mal irgendwie. Habe ich nicht dabei, ne? Wobei, ein Nobelist kann ich doch eben. Nee, nicht QWQ. Hier hoch will ich. Moment, ich jetzt noch wüsste, Produktion, war das da drin oder war das da drin? Gucken wir eben nach. Das sieht alles nicht so aus, ne? Nö, dann war es da drin. Komm. Weil den einen können wir doch eben machen. Wir haben doch auch einen Zünder noch. Dann holen wir uns da vorne nämlich schön die die Schnecke. Das wollte ich sagen. So. So. Könnte hier blaue Elektroschnecke aufnehmen. So, dann haben wir die schon mal weg. Mache ich das über diesem Loch hier? Oder hätten wir es jetzt da hingelegt, ne? Okay, wir ziehen uns das hier über den Teich. Würde ich sagen. Da muss ich jetzt nur gucken. Das hier wäre der höchste Punkt. Nein, das hier wäre der höchste Punkt.
So. Und von der Ausrichtung her. Diese Ausrichtung war eigentlich ganz okay. So, hingesetzt. Damit haben wir es. Suchen wir das Ganze mal raus. So. Dann können wir die, ja, vielleicht nochmal ein Stückchen umlegen. Die habe ich ja nur hier hingelegt, damit ich überhaupt noch weiß, wo die sind. Ja, noch mehr von den Viechern. So. Von hier aus. Wir nehmen das hier auch als Mittelpunkt. So. Ja, auf der Seite schon mal drei Stück. Einen frei. Und da machen wir auch. Drei Stück. Wie machen wir das denn diesmal? Eigentlich müssen wir einen mehr haben. So. Dahin. Und dahin. Dann können wir hingehen. Hier kommt das Zeug rein. Ja, ja, ist ja gut. Wir verteilen das Öl und das Wasser. Die hätten wir am liebsten übereinander. Muss ich dann zwei hochbauen? Wand. Wenn ich Logistik und Durchführung. Okay, die ist zu tief. Das heißt, ich muss die nebeneinander setzen. Gehe ich das denn schön hin? Nein. Dann muss ich die doch übereinander packen. Oder pass auf. Customizer. Der wird schwarz und der wird blau. Blau, so. Dann hätten wir das. Dann können wir nämlich hier schon mal hingehen und den Kollegen anschließen. Ne? Der Schwarze kommt dort rein. Der Satz wird bedenklich. Nee, der war sehr bedenklich. Wir reden nicht weiter drüber. Ist das okay? Weg damit. Weg damit. Wir holen uns die Leitung. Das ganze Ding kommt weg. Das müssen wir komplett neu machen. Na komm. So. Zack. Da anschließen. Hier rüber. Und von da aus da hoch. Und das Ganze in blau, bitte. So, damit hätten wir Pumps schon. Sehr gut. In deinem Fall brauchen wir, glaube ich, eine Pumpe. Weil das könnte zu hoch sein. Na, ja, das kriegen wir hin, oder? Schauen wir uns gleich an. So. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das hier drin? Eigentlich optimaler wäre ja, ne, ein so. Sag mal. Wir lassen das darüber gehen. Dann machen wir das Ganze in blau. Also der obere wird blau. Und unten drunter der Kollege. Hier die Stütze hin. So. Das heißt aber, wenn ich jetzt hingehe und hier einen Deckel draufsetze, dann geht der nämlich schön. Hallo? Dann sieht das so aus. Das machen wir nicht. Also wir müssen auf jeden Fall zwei Wände übereinander haben. Der untere wird schwarz. So. Okay. Dann haben wir. Das wäre auch eine Möglichkeit, das einfach so rum reingehen zu lassen. Dann brauche ich diese äußere Reihe nicht.
Ja, das machen wir. Okay, also wir stellen uns hier Wände um. Ich habe nicht genug Beton dabei. Oh, das ist auch noch eine Sache. Nicht, dass mir nachher hier der Beton ausgeht. Ich meine, mir der Beton und so. Aber tatsächlich sieht das mittlerweile gar nicht mehr so doll aus. Betontechnisch, da ist leer. Hier haben wir noch ein bisschen Beton. Da können wir eigentlich mal das reinpacken. Das. Sortieren, die können wir auch mal eben wegpacken. Passt schon. Aber viel Beton haben wir jetzt auch nicht mehr. Da müssen wir definitiv nochmal Nachschub holen. Oder haben wir hier... Hier war doch auch irgendwo Kalkstein. Kalkstein war da unten. Gut, ich will sowieso Kupfer und so von da holen. Also, heißt, vielleicht nicht für heute, aber in einem der nächsten... in einer der nächsten Folgen werden wir wohl hier Kalkstein und Kupfer und Eisen uns holen. Das holen wir uns alles von hier unten und bringen das hier hoch. So. Jetzt sehe ich erst jetzt, dass das hier so voll reinläuft, aber das ist ja egal, weil wir haben ja gesagt, die Reihe brauchen wir gar nicht mehr. Wenn wir jetzt nämlich hingehen, dort Wand hinsetzen. Das bis da. Wird wahrscheinlich mit den Zähnen nicht auskommen. Das ist das größere Problem. So. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin, weil diese Ecke brauchen wir nun wirklich nicht. Dann können wir uns lieber überlegen, ob wir die da reinsetzen und das unbedingt schön haben wollen. Ja. Irgendwie sowas. Okay, das hätten wir. Dann müssen wir jetzt nur gucken. Wie machen wir das am sinnigsten? Wie gesagt, hier die eine Reihe brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir ziehen hier und hier lang. So, beide Seiten jeweils 8. Müssen wir machen. Das heißt, hier Deckel drauf. Ich kann wahrscheinlich auch gleich da hinten nochmal ein Stückchen abbeißen. Das war nicht weit genug. Na komm. Deckel drauf ist ja eigentlich immer ganz einfach. Oh, ne? Zack. Ich liebe dieses Suchen, ne? Das ist so hilfreich. So. Dann einmal hier hoch. Ne, wir brauchen jetzt Gott sei Dank eh Strom hier drin. Den wollen wir aber nicht so hinsetzen, oder? Dann haben wir schon mal. Okay, jetzt hätten wir gerne. Wie sieht das eigentlich hier aus? Habe ich genug von allem? Ich habe nicht genug Kupfer. Das holen wir uns erst. Sofern ich noch welches hier habe. Aha, ein bisschen. Noch nicht mehr viel. Okay, wir werden Kupferblech brauchen. So. Das haben wir schon mal. Wir werden Kupfer. Nein, keine Umfüllanlage. Eine Raffinerie hätte ich gerne. Das soll aber da reingehen. Das heißt, wir gehen jetzt da an die Ecke, da an die Ecke und dahin. So. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Boah, als hätte ich gewusst, was ich tue. Das ist unwahrscheinlich. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Erstens, dich brauchen wir gerade nicht. Zweitens, hier wird unbedingt brauchen Schweröl. Einstellung kopieren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Da rein. Da rein. Und da rein. Okay. Das hätten wir. Damit sind die ersten schon mal. Die kriegen das Öl und geben uns hier Polymerharz und Schweröl raus. Alles gut. Weil die hinteren. Müssen wir jetzt gucken. Wir brauchen. Oh, jetzt muss ich einmal meinen schlauen Zettel hier wieder rausholen. Wo ist er denn hin? Ja, wo ist er hin? Da. Der sagt mir nämlich, wir brauchen 3 Raffinerien für Plastik. So, das heißt, ich suche mir jetzt eine Seite aus. Auf dieser Seite hier mache ich Plastik, oder? Ja. Hier wird Restkunststoff gemacht. Einstellung kopieren. Nicht abreißen. Laufen. Da einfügen. Da einfügen. Und ihr drei hier macht mir erstmal Petrolkoks. Aber du machst das Ganze mit 50%. So. Irgendwann werde ich das hier nochmal verstehen. So. Okay, den haben wir. Dann können wir jetzt mit dem Verbinden anfangen. Und überlegen, wie. Wäre es sinnvoller, außen rum zu fliegen und einmal zu gucken? Hier müssen wir auch noch wieder oben Dach drauf und so und ne, irgendwie den Strom dran bringen. Die könnten wir als erstes machen. Ich will das jetzt nicht genauso designen wie da vorne. Wie mache ich das denn jetzt? Da überlege ich noch, da muss ich noch überlegen. Das weiß ich gerade so nicht. Keine spontane Idee. Ja, weil wäre blöd, wenn das jetzt wieder genauso aussieht wie das da vorne. Wir gehen hin und machen hier ein mit den Säulen kann man ja schön arbeiten. Können das
Es ist so. Da ist zu niedrig, da ist zu hoch eigentlich. Ja, komm, nehmen wir den. So. Du gehst bitte bis in den Boden. Danke. Rennen noch Viecher rum. Auf der Seite machen wir das ähnlich. So. Und hier in der Mitte setzen wir eine Säule dahin erstmal. Und dann schauen wir mal, wie kriegen wir denn hier könnten einerseits mit so einer sowas hier arbeiten. Das wäre dann nicht ganz so, aber das ist auch wieder alles. Das gefällt mir noch nicht so. Ich will es auch nicht zu hoch machen. Jetzt einfach nur ein Deckel drauf, wäre halt auch irgendwie langweilig, ne? Jetzt sage ich hier ab. Bis in einer mehr und dann hier rüber. Ja, nee, da war was, dann muss ich ja. Hast du das hier? Nee, das war ja jetzt genau die Nummer mit dem. So ein halber, ne? Geht bis da ran. Geht. Da überlappen die sich mit so einem Viertel. Das ist ja mal ganz bescheuert. Moment, habe ich den jetzt hier? Den habe ich genau an die Kante gesetzt. Und den habe ich so halb-halb gesetzt, ne? Okay, dann haben wir da doch schon mal einen Schuldigen. Weil das ist genau das Stückchen, das mit oben ausgerechnet. Da habe ich das hingesetzt. Ja, super. Pass auf. Ja, müssen wir jetzt nochmal wegmachen. So. Vielleicht kriegen wir doch halbwegs was Vernünftiges hin. So, das ist halb-halb. Das ist die richtige Höhe, das wissen wir schon mal. Und da geht's runter und unten drunter müssen wir mal einsetzen. Passt schon. Den weg, den weg, den weg. So. Habe ich ein ruhiges Händchen? Ja, habe ich. Sehr gut. So, jetzt können wir nämlich das hier oben drauf setzen, einmal in die Richtung gehen lassen. Und dann schließt das hier nämlich genau mittig an. Okay, damit kann ich leben. Das ist gut. Das machen wir. Dann wird das hier ein bisschen flach. Wir könnten für die Produktion von den Kanistern könnten wir hier die mittlere Reihe nutzen. Also das hier oben nutzen, weil da brauchen wir sage und schreibe zwei Konstruktoren für. Die könnten wir einfach auf dem Dachboden machen lassen. Die Idee ist gar nicht mehr so doof. So, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müsst ihr hier hinten. Jede schön können, hier müsste einer fehlen. Warum schließt denn das jetzt genau ab? Das. Weil hier bin ich doch auf der Mitte. Das ist doch. Da muss doch ein halber Versatz drin sein. Da ist auch ein halber Versatz. Ich sehe das nur nicht. Oh Mann. Ja, blind bin ich auch. So, pass auf. Kommst du her? So. Ja, so wollte ich das haben. Jetzt kann ich die Säule nämlich ganz runterziehen. Was gar nicht so leicht ist. So, ab ins Wasser mit dir. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, komm. Zack. Und da haben wir jetzt schönen Anhaltspunkt.
können die einfach durchziehen, können sagen, hier drunter, bam, runter, fertig. So. Ja, aber wie ist das schon mal? Kein Überstand und so. Und die Mittelsäule. Da ziehen wir jetzt oben. Wenn wir es hinkriegen. So. Da kommt wenigstens das hin. Egal, ob das jetzt hinten übersteht. So. Wie ich damit weiter umgehe, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt die auch wieder weg. Wahrscheinlich sogar. So, jetzt wollte ich... Wenn ich die Dinger schon anschließe, dann kann ich... Dann müsste ich da an der Seite auch schweben können, dann kann ich das besser... Ja, das machen wir. Du bitte einmal... Dahin, von dort aus... Geht's dann. Nee, nicht dahin. Nicht dahin. So, da ist der Mittelpunkt. Ups. Dahin. Okay, eigentlich ist es ganz einfach. Immer Mitte, voll. Mitte, voll. Mitte, ups. Voll. Und hier wieder Mitte. Und hier, guck mal, hier müsste ich jetzt eigentlich nur die Säule runterziehen. Und alles ist gut. Und da kommt auch schon das Autosave. Ist zu weit, okay. Dann lassen wir den mal eben autosafen. Jetzt die letzten Tage hier da drüben ein bisschen rumgebastelt habe mit dem Anschließen und soweit fertig machen, dass das auch funktioniert, sobald hier der Kram angeschlossen ist, ist mir zweimal das Spiel abgestürzt. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es einfach nur mein Rechner war, der keinen Bock hatte. Weil nach einem Neustart ist mir das, also Windows-Neustart ist mir das nie mehr passiert. Das war ein bisschen... Kurios. So, den nehme ich nochmal weg hier. Vielleicht komme ich nämlich damit aus, wenn ich sage, ich will dich hier haben. Ne, komm. Wenn ich das eigentlich nicht gut finde. Sonst müsste ich hier unten nochmal irgendwas machen. Ja, also da, das war sehr seltsam. Ich will es jetzt erstmal nicht aufs Spiel schieben. Und vielleicht lieber auf Windows. Ich meine, das kommt schon mal vor, das ist ja auch alles kein Ding. Macht ja eh niemand perfekte Software. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn man teilweise für Klopper da reinbaut, testet und testet und testet und testet und dann kommt eine Sache und alles fliegt auseinander. So, das hätten wir. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier... Ja, gerade eben so schweben können. Perfekt. Wir schnappen uns jetzt erstmal die Wanddurchführung. Und sagen, wir hätten sie gerne... Ich habe gesagt, unten ist Öl, ne? Warte. Wir machen jetzt erstmal nur Öl. Dementsprechend können wir hier hingehen. Wanddurchführung. Dorthin. 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 Das Blöde ist, dass auf der anderen Seite die Sachen genau dem gegenüber liegen. Also nicht genau gegenüber liegen, meine ich. Das heißt, ich muss irgendwie dann die Mitte zwischen den beiden Anschlüssen finden, um dann die Rohre links rechts zu ziehen. Oder ich muss mehr Kreuzungen machen. Beides finde ich doof. Hier ist übrigens falsch, was da rein soll. Was soll hier überhaupt rein?
Hier kommt Schwerölrückstand rein. Okay. Das ist easy. Das machen wir nämlich. Nee. Eins. Zwei und drei. Ist das eigentlich unsere Zeit hier? Wo ist meine Aufnahme? Da. Ja, so. Easy. Läuft. So. Da hätten wir das Öl, das da reingeht. Und da hätten wir das andere Zeug. Okay. Das heißt, wir ziehen den schon mal. Das sieht ja seltsam aus. Warum auch immer der diesen schiefen Knick machen will. Und vor allem vollkommen egal wie rum. Egal. So, hier kommt das hin, das hin und das hin. Und euch mache ich eben farblich wieder passend. Warum das immer noch nicht richtig funktioniert. Aber okay, das ist eine Kleinigkeit. Da würde ich auch nicht als erstes rangehen, einen Bug zu erfassen und fertig machen. So, jetzt gehen wir auf die Seite. Dass die zwei da rumlaufen. Die stören mich gerade nicht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Bis hierhin haben wir das. Hier kommt jetzt. Oh, das müssen wir jetzt. Gehen wir dann da hinten einfach runter, wird sich anbieten, ne? Gehen wir da einfach runter. Ja, bietet sich auf jeden Fall an, weil dann kann ich nämlich. Oder ziehe ich die hoch, damit ich. Ne, wir gehen hier runter. Ja, eins. Zwei. Und hier hinten noch. Drei. Das ist jetzt einzig doofe, ich habe hier keine Durchführung an den Wänden, die mir gefällt. Weil, wenn ich jetzt. Erstmal, das passt nirgendwo richtig. Ich würde mir wünschen, dass du diese Wanddurchführung quasi wie die Fundamentdurchführung auch rausbringen. Das wäre richtig, richtig gut. Dann braucht man diese. Die Wände nicht. Sondern damit könnte man dann richtig schön. Was ich hier jetzt brauche, ist das. Bob. So, jetzt geht das da irgendwo hin. Fertig. Apropos, erstmal eben blau machen. Dich hätten wir gern in blau. Dich hätten wir gern in blau. Und dich hätten wir gern in blau. Dann machen wir. Eins. Zwei. Drei. Die werden auch einmal blau gemacht. Es wäre halt so schön, ne? Könnte ich jetzt sagen, hier, genau an der Stelle kommt das Ding hin. Jetzt muss ich mir so einen zusammenlügen, hier zu bleiben, danke. So. Das hätten wir. Könnten aber schon mal den Kollegen da dran setzen. Den Kollegen setzen wir auch darüber und machen ihn dann schon mal blau. So. Da muss definitiv eine Pumpe hin. Wo setzen wir die denn hin? Haben wir alles für eine Pumpe dabei? Haben wir. Da fehlt uns Kunststoff. Kunststoff habe ich da drüben, das weiß ich. Kunststoff holen wir uns eben. So. Upp. Ich weiß noch nicht mehr in welchem. Nein. 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 Kunststoff habe ich da drüben, das weiß ich. Mhm. So. Einmal wieder rüber. Und hüpf. Wir setzen uns die Pumpe
Möglichst weit nach unten. Dorthin. So. Pumpe wird auch blau. Okay. Sieht sogar hier ganz nett aus. Da noch ein. Jo, ist schon. Okay. Das hätten wir. Wir haben gesagt, den Kunststoff bringen wir nach oben. Genau, jetzt geht es darum, hier das Zeug rauszubringen. Wie machen wir es am sinnvollsten? Okay, pass auf. Fusionator. Wir wollen in die Richtung gehen. Und wollen, genau, das so machen. Das ist, gilt für die ersten 10 Raffinerien. So. Ich habe genug Zeug dabei. Das sollte. Da. Da und da. So. Hier kommt ja. Kommen beides Male nur Feststoffe raus. Das heißt, hier gehe ich jetzt einfach hin und sage, der Kollege geht da lang. Brauchen wir nicht. So, das wäre das, was nach oben geht. Und das, was hier rauskommt, da machen wir es ähnlich. Dahin und dahin. Das geht irgendwo in den Schredder. Wo ich den Schredder hinbaue, weiß ich nicht. Okay, dann machen wir mal. Logistik, Förderband. Nope. Das ist natürlich noch ein Problem, dass ich das noch nicht weiß, weil... Solange ich das nicht weiß. So, das ist das, das ist das. Solange ich das nicht weiß, kann ich es nicht schreddern. Ich kann den natürlich oben mit draufstellen. Ja. So, von da aus geht das gleich nach oben. Das haben wir schon mal. Hier geht es gleich wunderschön runter. Mit. Hä? Das war hier falsch. Wollte doch sagen, hat nicht geklickt. So, den dahin, den dahin. So zusammen. So. Jetzt wollen wir jetzt alles so machen. Und dann packen wir nämlich die Flüssigkeit mitten drüber. Gehen wir hin und kriegen wir da noch ein. Das kriegen wir da nicht hingesetzt. Kriegen wir den hier hingesetzt. Oh, das wäre so mega. Liebes Spiel, lass mich schummeln. Und ab jetzt brauchen wir alles in. Oh, genau. Aber auch einmal anklicken. Zack. So. Wird. Genau. Den hätten wir gerne. Gehst du bis hier vorne? Das wäre natürlich richtig gut.
Du gehst bis hier vorne. Aha. Bis dahin hätte ich dich gerne. Und dann hätte ich hier gerne eine Bodendurchführung. Das bedeutet, du gehst dorthin, du gehst nach da hinten. So, du haust raus, 40 pro Minute, 10 mal 40 sind 400, das passt nicht. Das muss so sein. Genau. Okay, jetzt fangen wir wieder vorne an. In dem Fall mache ich das mittig drüber, genau. Nee. Und hier nochmal. Dann setzen wir uns schön so, jetzt haben wir das so weit, dass hier schon mal alles abgehen kann, ne? So. Und so. Okay, das hätten wir erledigt. Das geht alles hier rein. Also wenn ich hier unten das Öl anschließe, funktioniert. Jetzt gucken wir mal. Eigentlich muss ich doch jetzt hier wunderbar... Oh, das ist eine gute Linie. Ja, eins. Zwei. Drei. Nein, einen daneben. Vier. Fünf. Die Dinger werden in schwarz gemacht, weil jetzt brauchen wir wieder schwarze Rohre. Da dran bitte. So. Das hätten wir. Jetzt wird das einmal hin und her verlegt. Und oben fängt der Spaß auch schon an zu arbeiten. Was wiederum ganz praktisch ist, weil dann kann das da oben so volllaufen. Ist das schon mal ganz gut. So. Und so. Hier ist jetzt das Blöde. Ich sehe halt nicht, wo die Anschlüsse sind. Ne? Da kommt mein Zeug raus. Das machen wir jetzt erstmal. Wie machen wir das überhaupt? Wasser. Wie packen wir das Wasser? Können wir eigentlich hier oben drauf setzen? Nein, oder? Nee, da. Snappt so nichts, oder? Snappt wenigstens auf die Höhe, aber... Gucken wir mal. Wir sollten ja bis hierhin mit dem Wasser auch kommen, ne? Ach ja. Eben. Farbe anpassen. Es ist schön, wie ich konsequent hier diesen einen Bogen drin habe und dann da, aber das lasse ich jetzt. So, dorthin. Ja, ruhig. Den machen wir in blau. Blau. Das ist doof. Ziehen den nochmal weg. Wir brauchen den ja eh nur auf dieser Seite. Erstmal alle Leitungen werden jetzt hier blau gemacht. Dann kommt, wenn wir hier sind,
ziehen dich einfach hier rüber. So. Und dann setzen wir uns einfach. Machen wir hier durch. Egal. Die Linie brauchen wir nicht. Wir setzen uns die Kreuzung dahin. Dahin. Und dahin. Einmal dort. In richtig, bitte. Sag mal. Du sollst da dran gehen. Du sollst da dran gehen. Du sollst da dran gehen. Ich hätte mir gerne hier dran. Dafür kommst du dorthin. Und du gehst da dran. So. Kriegen wir hier irgendwie raus? Ja, kriegen wir. Okay. Das heißt, wir können den Kollegen von dort oben. Wenn ich das zwei übereinander mache hier, müssen wir hier splittern. So, da geht's rein. Da ist der Eingang. Stimmt doch, oder? Okay, hier ist der erste Eingang. Wir lassen dich mal. Dann würde ich hier hinten. Okay, ich muss wieder drei übereinander setzen. So. Dahin. Dann packen wir uns den dorthin. Und der Spaß läuft per Wand hier rüber und geht dann dort rein. Das läuft ja schon mal durch. Das ist sehr gut. Dann können wir den nächsten, nämlich da vorne, hinsetzen. Natürlich auch so gemacht, dass es hier genau problematisch wird, ne? Ja. Eins, zwei, von da. Und hier machen wir das ebenfalls. Eins, zwei. Und bitte von dort. Den nehmen wir. Da rein. Den nehmen wir dort rein. Und du kommst dahin. Du kommst dorthin. Weg damit. Weg damit. So. Damit geht das Zeug schon mal beiseite. Hier vorne wird unsere Quetschwand. Hier vorne machen wir einmal zu. Da einmal zu. Und dort. Wie so ein schöner Abfluss. Ganz hinten. So. Davor kommt der Kollege. Der Kollege. Dahin, genau. Dahin. Und oh. Macht aber nichts, dass das so direkt darunter ist, weil ich ziehe mir jetzt einfach hier hin. Von da aus geht das mit einer 300er Leitung schön nach da, da und da weiter. Ich mache die gleich auch in der richtigen Farbe. So, so und
So. Dann sagen wir, wir machen die richtige Farbe. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und alles geht weg. So, da geht's in unsere Schwarzpulverfabrik. Hier. Sehr gut. Das sieht doch schon mal ganz schön aus hier. Das läuft da hinten alles, da kommt Plastik raus. Das müssen wir jetzt nur nach oben bringen. Genauso wie den Kollegen da. Das machen wir jetzt aber, indem wir sagen, wir gehen bis ganz vorne an die Kante. Hier gehen wir ebenfalls diesen einen Step bis an die Kante. Ziehen den Shit dann bis oben hoch. Gucken uns an, wo denn da das Loch wäre. Das wäre ungefähr da, hoffe ich. Und ebenfalls machen wir das Ganze da. Das war ein bisschen enger als geplant, aber egal. So, der Spaß geht hier oben raus. Wir haben... Na, komm. Und dich drehen wir einfach einmal nach darüber. Dort kommt ein Schredder hin. Nee. Spezial. Schredder haben wir auch alles da. Hier steht er jetzt ein bisschen blöd, aber das korrigieren wir nochmal. So, und du gehst in zwei Konstruktoren, haben wir gesagt. Konstruktor, Konstruktor, Konstruktor. Die stellen wir einfach so hin. Einer da. Einer da. Ein Splitter kommt von dort. Und es geht der Spaß von da dort rein, von da dort rein und von da dort rein. Ihr stellt mir her Kanister und Kanister. Ihr bekommt natürlich auch irgendwoher Strom. Ich weiß nur noch nicht woher. Ruhig. Dahin, dahin, dahin. Und für den Anfang kommt da ein Fusionator drauf. Genau wie einer hier vorkommt. Und in diese Richtung rausgeht. Meine Fresse. So. Du dahin. So. Und du dorthin. Es fehlt nur noch der Strom, den wir hier liegen haben. Um ihn. Sag mal. So, der ganze Shit geht weg. Das Einzige, was fehlt... Und ihr macht Kanister, der Petrolkoks läuft schön weg. Das Einzige, was fehlt, ist, dass wir dieses Rohr hier nehmen. Moment. Viel zu viele Tasten hier. Farben. Dieses Rohr hätten... Das hätten wir gerne für Rohre, danke. Hier geht dieses 300er Rohr. Nee, darunter wollen wir es nicht haben. Kommen wir bis hier vorne? Nein. Dann machen wir es so. Wir müssen hier einmal eine Wandhalterung anbringen, die den Spaß so bringt. Zack. Nee, nicht von der Seite, von der anderen bitte. Danke. Dann von hier aus, das reicht nicht. Das heißt, wir setzen uns hier vorne nochmal einen hin.
Das reicht. Und du gehst jetzt nicht da dran. Okay. Hier drüber. Ungefähr. Okay, ein bisschen schräg, macht nichts. Okay. Ungefähr daneben. Bis hierhin. So, was haben wir denn? Welche Form gefällt mir? Oh, die gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich brauche hier vorne noch mal einen. Setzen wir dorthin. Setzen wir den hier runter. Den darüber. Es regnet. Da kommt das Zeug. Warum auch immer das hier nicht so voll wird, aber okay. Da geht's lang. Und jetzt müsste eigentlich da hinten. Ne, weil, also Headlift haben wir auf jeden Fall. Von da oben muss es da runter. Eigentlich müsste jetzt jeden Moment hier was losgehen. Aber ich habe hier drin noch ein Problem. Pass mal auf. Ich wette, dieses Rohr bekommt schon was. Dieses Rohr auch. Aber dieses Rohr... Fast, warum bekommt ihr nichts? Okay, hier geht genug rein. Wo geht denn das Zeug hin? Jetzt mal ganz ehrlich, dieses Rohr ist voll. Aber hier an der Kreuzung geht es nicht weiter. Eieieiei. Echt jetzt? Okay, ich habe mir ein bisschen länger gebraucht. Ich möchte aber wenigstens einen Moment gucken, dass hier die erste Maschine mir was ausspuckt, was wir haben wollen. Nämlich Smokeless Powder. Das wäre richtig, richtig, richtig toll. Und dann haben wir es auch für heute geschafft. Dann können wir dieses Kapitel nämlich abschließen. So. Eine von euch müsste jetzt gleich anfangen hier. Okay, vielleicht können wir das auch erst in der nächsten Folge abschließen, weil... Weil die Rohre einfach hier nirgendwo Bock haben. Das fließt jetzt bis nach ganz hinten. Das ist wunderbar. Macht das Rohr voll. Okay, ich glaube, das Smokeless Powder sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich verstehe nur nicht, warum. Ich hätte noch eine Idee, was ich ändern kann. Es wird langsam größer. Oh, es geht. Okay, es kommt was. So, wir haben es gleich. Da läuft es. Was gesehen? Nicht schnell genug. Die ersten fangen an. Um es von hinten nach vorne geht. Ach, guck mal, da läuft auch was. Sehr schön. Da läuft es. Hat das doch noch funktioniert. Sehr gut. Da wird jetzt auch dann munter produziert, weil wird ja immer gebraucht. Wunderschön. Das funktioniert. Und von den Zahlen her sollte das passen. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Häffchen!